Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre kostbare Zeit. Mein Name ist Henrik Schnabel, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und glücklicher Vater eines Sohnes und einer Tochter. Und das hier ist kein Dating-Video. Ich will der neue Bürgermeister von Rosbach und Rotheim werden. Als einer von hier danke ich Ihnen schon jetzt für Ihr Vertrauen und bitte Sie bei der Bürgermeisterwahl um Ihre wertvolle Stimme. Informieren Sie sich auf meiner Homepage über meine Ideen für Rosbach und Rotheim. Aber noch lieber stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, auch nach der Wahl zum neuen Bürgermeister. Meine Frau und ich sind übrigens in Rosbach aufgewachsen. Wir beide wissen die Vorzüge des schönen Lebens hier zu schätzen. Hier lebt man ländlich, aber doch zentral. Unsere Stadt hat viel zu bieten. Bei uns sollen sich alle Generationen wohlfühlen und auch eine Heimat finden. Unter anderem dafür will ich mich als Bürgermeister stark machen. Doch nun zu mir. Aufgewachsen in Oberrosbach kenne ich unsere Stadt von klein auf. Auf das Abitur am St. Liober-Gymnasium in Bad Nauheim folgte ein Studium der Rechtswissenschaften in Gießen in Verwaltungs-, Umwelt- und Planungsrecht. Nach dem Studium war ich als Richter und auch als Staatsanwalt in Sachsen-Anhalt tätig. Doch nach 3 Jahren kehrte ich in unsere schöne Heimat zurück. Seither führe ich meine eigene Kanzlei in Rosbach. Mit meiner Frau und meinen beiden Kindern wohne ich in Niederrosbach, wo wir uns rundum wohlfühlen. Seit über 10 Jahren engagiere ich mich politisch und das mit Leidenschaft. Das Amt des Bürgermeisters ist für mich daher eine wahre Herzensangelegenheit. Unsere Bürger sollen sich sicher fühlen und sorgenfrei leben können. Ganz gleich, ob jung oder alt. Für Sie alle werde ich mich mit voller Kraft einsetzen. Doch die Zukunft von uns allen liegt in einem guten und stützenden Miteinander. Eine positive Entwicklung unserer Stadt ist nur mit uns allen gemeinsam möglich. Ein reger Gedankenaustausch ist daher unverzichtbar. Ich unterstütze die guten Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger. Wer etwas will, sucht Wege hierfür. Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Ich bin gespannt, Sie ganz persönlich kennenzulernen und bitte Sie um Ihre kostbare Stimme zur Bürgermeisterwahl. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Alles Gute, Ihr Henrik Schnabel. Und nicht vergessen, gehen Sie wählen.